Hallo Leute, herzlich willkommen, vielen Dank fürs Einschalten und viel Spaß mit meinem Review zum Samsung Galaxy Tab 10.1N. Wir haben hier die dritte Auflage des Samsung Galaxy Tabs und schauen wir uns gar nicht lange die Verpackung an, sondern schauen direkt mal rein. Wie wir hier oben sehen, haben wir die Wi-Fi-Version und nicht die 3G-Version. Wir machen die Packung also auf und schauen dann mal rein. Ganz oben, wie gewohnt, haben wir das Gerät liegen. Das lässt sich ganz einfach über diese Lasche hier rausnehmen, zur Seite legen und dann können wir mal anschauen, was wir noch so in der Verpackung haben. Wir sehen es sehr übersichtlich, sehr schön. Wir haben hier etwas zu lesen. Benutzerhandbuch, Quick Start Guide und Warranty Card. Direkt darunter haben wir ein Headset, und zwar ein Samsung In-Ear Headset, das wirklich gute Qualität bietet. Und wir haben Ersatzaufsätze, um die perfekte Größe für deine Ohren zu finden. Wir haben das Kabel, auf der einen Seite USB, auf der anderen Seite 30-Pin-Konnektor, um das Gerät an PC anzuschließen und Daten auszutauschen oder natürlich um es zu laden. Dafür baut man einfach das Kabel mit dem Netzteil zusammen. Das Netzteil besteht hier ebenfalls aus zwei Modulen. Die setzt man ganz einfach, man sieht hier diese zwei Stoppel, die setzt man ganz einfach hier rein. Dann sieht das so aus und dann hat man das Netzteil zusammengebaut. Das lässt sich, Verzeihung, auch ganz leicht wieder auseinanderbauen. Da wir das jetzt nicht brauchen, räumen wir es erstmal zurück. Genauso wie diese Verpackung. Und dann schauen wir uns natürlich mal das Gerät an. Und hier liegt es vor uns. Wir fangen mal links an. Was haben wir an der linken Seite? An der linken Seite haben wir nichts. Was haben wir an der rechten Seite? Auch hier haben wir nichts. Also schauen wir mal nach oben. Oben haben wir die beschriftete Lautstärke-Wippe. Nein, die beschriftete Ein-Aus-Sperrtaste. Und daneben die unbeschriftete Lautstärke-Taste. Gehen wir weiter nach rechts. Sehen wir den 3,5 mm Klinkenanschluss. Und hätten wir jetzt die 3G-Version, würde sich hier der Slot, der Schacht für die SIM-Karte finden. Haben wir aber nicht, also finden wir hier auch nichts vor. Unten sehen wir ein Mikrofon und wir sehen den Connector. Also hier setzen wir dann nachher das Datenkabel rein. Sonst sehen wir hier nichts mehr. Wir gehen mal auf die Rückseite und schauen, was wir hier haben. Wir sehen ganz oben die Kamera. Inklusive, na, da ist sie. Die Kamera inklusive einer LED. Die Kamera löst mit 3,2 Megapixel für Fotos auf und Videos schießt sie in HD, das bedeutet in 1280x720 Pixel. Außerdem sehen wir hier natürlich die Rückseite mit dem verbauten Akku, der 7000 mAh bringt. Hier oben links befindet sich die Antenne des Geräts. Ansonsten haben wir unten noch eine Kennzeichnung, hier in der Mitte den Samsung-Schriftzug und ansonsten nichts. Also ab zur Vorderseite. Was sehen wir hier vorne? Hier vorne sehen wir eine weitere Kamera. Und an der linken Seite ein Lichtsensor. Der befindet sich hier. Sieht man jetzt allerdings wahrscheinlich nicht auf dem Video. Außerdem haben wir hier eine Frontkamera, die mit 2 Megapixel Fotos auflöst und Videos ebenfalls in HD, also in 1280x720 Pixel auflöst. Und selbstverständlich haben wir das Display. Das Display ist 10,1 Zoll, das bedeutet 25,65 cm in der Diagonale, es ist ein TFT-Display und löst mit 1280x800 Pixeln auf. So, hier vorne sehen wir noch den Samsung-Schriftzug. Links und rechts jeweils ein Lautsprecher, wir haben also Stereo-Sound. Okay, was können wir sagen? Wir haben in der Größe 175 mm in der Höhe, wir haben 257 mm in der Breite und wir haben eine dicke bzw. dünne von nur 8,6 mm. Um das mal vergleichen zu können, haben wir hier das HTC Desire HD und ich denke, man sieht, dass das wirklich dicker ist. Außerdem haben wir hier das Samsung Galaxy Note und auch hier sieht man,
dass das Samsung Galaxy Tab tatsächlich noch dünner ist. Lediglich gegen das Motorola Razr kommt es nicht an. Mit den 7,1 mm ist das einfach nicht machbar. Allerdings muss man sagen, dass es mit 8,6 mm echt super dünn ist und sogar dünner ist als die meisten Smartphones, die derzeit auf dem Markt sind. Das Gerät wiegt insgesamt 570 Gramm, was ein guter Wert ist. Natürlich, wenn man es länger mit einer Hand hält, wird es irgendwann anstrengend, aber das ist ja mittlerweile bei den meisten Tablets so, die halt auf Aluminium setzen, wie auch dieses Gerät hier. Und das Gerät gibt es in den Ausführungen 16 GB, 32 GB oder 64 GB internem Speicher. Zu meinem ersten Eindruck würde ich Folgendes sagen. Wir haben eine wirklich sehr schöne Verarbeitung, eine sehr gute Verarbeitung. Die Druckpunkte der Knöpfe sind sehr, sehr gut. Das gefällt mir gut. Kein schwammiges Verhalten, die wackeln nicht. Sehr schön. Vom Design her gefällt es mir auch sehr gut mit diesem Rahmen hier, aber sowas ist natürlich immer Geschmackssache. Ja, ich bin sehr begeistert von der Arbeitung und von der Verarbeitung und vom Aussehen. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Sehr schönes Gerät. Vielen Dank fürs Einschauen, Leute. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch zum nächsten Teil wieder einschaltet. Danke, ciao.